Willkommen zurück zu Pokémon Silberne Edition. Ich habe gerade einen ziemlichen Herzinfarkt gehabt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich hätte einige, also die Dateien, die ich heute schon aufgenommen hatte, irgendwie verschlunzt. Und habe sie gerade zwischen anderen Dateien wieder gefunden. Sonst hätte ich jetzt drei Parts gehabt, die vollkommen gefehlt hätten. Und ihr könnt aber trotzdem sehen, auch seit dem letzten Mal hat sich ein bisschen was getan. Ich bin nämlich noch den Weg hier weitergegangen und habe unsere Pokémon schon mal ins Pokémon Center gebracht. Das hier habt ihr im Grunde verpasst, diesen kurzen Weg hier. Hier haben wir noch eben zu Ende trainiert. Und das war's auch schon. Hier ist der Fleckmon-Brunnen, da steht einer mit einer schwarzen Kutte. Es ist gefährlich, da hineinzugehen, deshalb stehe ich hier Wache. Wenn ich nicht ein barmherziger Samariter, du bist aber ein richtiger Samariter. Wir sind angekommen in Azalea City. Das hier ist Azalea City. Azalea City. Hier leben Menschen und Pokémon in Harmonie. Ja. Den Markt brauchen wir jetzt noch nicht. Hier gibt es im Grunde auch nicht wirklich viel zu beachten. Holzkohleofen. Da schauen wir gerade mal vorbei. Alle Fleckmon sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist das der Patron des Waldes zornig auf uns. Das kann ein böses Omen sein. Besser. Ja, besser, wir bleiben zu Hause. Wer bist du? Wo sind nur all die Fleckmons hin? Sind sie irgendwo zum Spielen hingegangen? Ja, vermutlich. Alle auf einmal. Porenta. Du musst es ja wissen. Die Arena können wir nicht betreten. Da steht so ein Typi davor. Hast du schon mal eine Fleckmon-Route probiert? Sie soll sehr lecker sein. Du bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe. Ich hätte nicht gewusst, was ich ohne diese Information jemals hätte anfangen sollen. Geh durch Azalea City und du landest im Steineichenwald. Aber diese dürren Bäume machen es unmöglich, weiterzukommen. Die Pokémon des Köhlers können die Bäume mit dem Zerschneider fällen. Die hat ja gedacht, dass sie dies verbrennen können. Ein Obstbaum. Das ist der Aprikoko Weiß. Aus Aprikokos können wir uns Pokebälle machen lassen. Spezielle Pokebälle. Zum Beispiel ein Schwerball oder Turboball, all sowas. Wer bist du? Aber nur was? Du willst, dass ich dir ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähl dir ohnehin darüber. Das habe ich mir fast schon gedacht. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Routen von Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Halte durch, Fleckmons, der alte Kurt auf dem Weg. Hier kommt Kurt, ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt, wer bist du? Großvater ist fort, ich fühle mich so einsam. Ja, lauf hinterher. Wo ist Kurt? Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Dann wollen wir mal Kurt mal hinterher. Kurt wollte ja zum Brunnen. Hinein! Da ist Kurt. Hi. Hallo, Avanor. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Jetzt was anderes gemacht. Ich bin so hart am Rücken. Ich bin so hart auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nie mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ah, mir ist nicht zu helfen. Lass mich hier alleine sterben. Nein, aber nur zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Ich kenne dich nicht. Warum soll ich irgendwas für dich tun? Aber okay. Unsere gute Natur erlaubt es uns. Ja, hier könnt ihr noch sehen, wir haben Curex noch eben auf Level 17 gebracht. Wir haben im letzten Part noch eben Terrazy auf Level 15 gebracht. Und Flauschi ist Level 12. Flauschi muss ein bisschen aufholen. Aber ich glaube, hier kannst du das nicht. Noch nicht. Schicken erstmal Terrazy nach vorne, dann müsste nämlich ein Zubat oder sowas haben. Mist, stand da oben Wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier runtergefallen bin. Ich glaube, ich bin müde. Nein, ich lasse meine Wut an dir aus. Ja, dann lass deine Wut an uns aus, aber wir werden dir ein Schlafmittel geben. Wir werden das Feuer deiner Kampfesleidenschaft mit einer Shigikanne erlöschen. Rocket Ripple schickt den Rodfrotz in den Kampf. Los, Terrazy, mach es fertig. Gib ihm einen Donnerschock. Mach aus dem Rodfrotz einen Schmorfratz. Gegrillte Ratte. So. Und nochmal. Ja, tackle uns ruhig, ist mega. Unser Terrazy ist so flauschig und weich, da kann nichts weiter passieren. Und Rodfrotz wurde besiegt. 109 EP. Cool. Und noch ein Rodfrotz. Wir wechseln aber mal auf... Gucken wir mal, was Flauschi so kann. Flauschi hat ja Biss gelernt im letzten Teil, als es Level 12 geworden ist. Schauen wir mal, was Biss so ausmacht.
Ja, ist okay. Oh, ausgewichen. Cool. In der nachfolgenden Edition hatte Biss immer die Eigenheit, dass es den Gegner zurückschlecken. Ich beiß dich und du leckst mich ab. Nein, zurückschrecken lassen konnte. Hier weicht der Gegner dann noch einmal kurz aus und sozusagen überspringt seinen Zug. Was uns natürlich super gut gefällt. Da steht eine Tusi. Was möchte die Tusi von uns? Wir sollen aufhören, den Fleckmanns hier Routen abzutrennen. Ja, versuche uns alle zu besiegen. Das muss ich nicht versuchen. Das werde ich auch eins einfach so schaffen. Oh, schickst du einen Zubat in den Kampf? Ich weiß, wer einen Donnerschock bekommt. Du. Tschüss. Sehr gut, Terrazy. 103 EP. Und dann Rattan. Und da wechseln wir aber mal aus. Auf Kyrex. Kyrex! Wer sich gewundert hat, normalerweise entwickeln sich ja die Starter-Pokémon immer erst auf Level 16. Beziehungsweise schon auf Level 16. Und dann auf Level 36 oder wehe. Gut. Oder auf Level 32 im Sinne von Bisaflor. Beziehungsweise Bisaknosp zu Bisaflor. Hier ist es ein bisschen anders. Im Sinne von Kyrex wird es auf Level 18 sich entwickeln, aber dafür dann auch schon auf Level 30. Was ziemlich gut ist. Aber noch für einen Supertrank. Der hat ein Smogmog, meine ich. Ein Smogon. Glaube ich. Rocket Ripple möchte kämpfen und schickt ein Rudfred in den Kampf. Okay, das ist kein Smogon. Aber wenn wir mit dir fertig sind, dann stinkst du auch. Und zwar verbrannt. Hier, Donnerschock. Ja, mach ruhig Routenschlag, ist mega. Du bist nämlich jetzt eh Geschichte. Es war einmal ein kleines Radfratz, das wurde besiegt. Und gab Terrazy 85 EP. Und wenn es nicht besiegt ist, dann setzt er einen Zubat ein. So. Zubat wird aber auch einen Donnerschock abbekommen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Terrazy deutlich nützlicher ist als unser Flauschi. Vielleicht hätte ich das doch nicht fangen sollen. Vielleicht hätte ich lieber einen Taubsi fangen sollen oder sowas. Aber ich finde X-Ball einfach cool. Na, ich denke mal, Flauschis große Zeit wird noch kommen. In der vierten Arena werden wir es einigermaßen... Was wollt ihr einsetzen, Zubat? Ja. Werden wir es einigermaßen gut trainieren können, denke ich, wenn wir es bis dahin behalten. Sehen wir dann. So, 103 EP. Rocket Rübel wurde besiegt. Du bist zu stark. Ja, ich weiß. Ey, Terrazy entwickelt sich. Mäh. Und aus Terrazy wird... Terrazy. Glückwunsch, dein Terrazy wurde zu Vati. Keine Sorge, der Blame bleibt. Fleckmundbrunnen. 18.42 Uhr. Der Name bleibt. Vati. Mhm. Ja, okay. Gut. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was der Typ da oben für Pokémon hat. Ein Smogon dürfte er eigentlich haben. Wir behalten Terrazy mal. Hi. Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Die will ich auch gar nicht. Ich will eine Fleckmon-Route, aber umsonst. Nicht wieder für eine Million Pokédollar. Hm, er hat nur ein Smogmog. Okay. Level 14. Das muss ein Obermacker sein. Die anderen hatten ja nichts über Level 10. Dann gibt's jetzt einen Donnerschock. Ja, der macht gut Schaden. Smog. Unser Terrazy stinkt. Gut, dass es keine Vergiftung hervorgerufen hat. Nochmal Smog.
Ah. Na gut, ist nicht weiter wild. Er ist jetzt eh besiegt und nachgehen wir sowieso zum Pokémon Center. Von daher ist das schon okay. Wow, das gab einen guten EP-Schub. Ja, wir sehen uns wieder. Da kannst du drauf Gift nehmen. Hier, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Du kannst es zusehen. Ja, aber wobei? Die wir für Unruhe sorgen. Achso, okay. Da ist Kurt. Diesmal auch wieder ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Weiter so, Avanor. Team Rocket ist abgehauen. Meinem Motten geht's schon besser. Oh, was für ein Zufall. Genau jetzt, wo wir es alles geschafft haben. Lass uns gehen. Jetzt seht ihr jetzt... Hä? Vergiftung? Hallo? Er hat unser Pokémon geheilt? Kann ich das mit der Vergiftung gar nicht zeigen. Wir gehen mal zurück in den Fleckmon-Brunnen. Und schauen wir mal, ob wir da unser Flauschi etwas trainieren können. Wenn es hier nämlich Zubat gibt, wenn es hier nämlich Dings gibt, Fleckmon, können wir mit Flauschis bis einigermaßen gut was machen. Ja. Hallo? Wilde Pokémon? Okay. Gibt's ja anscheinend wohl nicht. Ausverkauft. Dann werden wir uns in die Arena begeben. Wer bist du denn? Yo, Herausforderer! Kai ist zwar jung, aber sein Wesen über Käfer... sein Wissen über Käfer-Pokémon ist unübertrefflich. Ohne meine Tipps wird der Kampf für dich sehr hart. Mal sehen, Käfer-Pokémon mögen kein Feuer. Auch Flugattacken sind sehr effektiv. Gut, haben wir beides nicht. Sehr schön. Kleiner Fakt hier nebenbei. Wir können den Kampf hier vorne überspringen. Solange wir nur ein Pokémon im Team haben. Ist sozusagen die Einleitung eines Doppelkampfes. Die gab es hier leider noch nicht. Die kamen erst dann, glaube ich, mit Pokémon Rubin und Saphir. Meine ich. Ja, genau. Weberhack. Kommt einen Biss. Ja, Masse ist okay. Nehmen wir. Starke Initiative-Senkung. Und nochmal, ja, wir sind sowieso schon langsamer als du. Aber ist okay. Schlug fehl. Ja, langsam haben wir keine Init mehr, die du senken könntest. Und bis. Hast du es jetzt bald? Vielleicht bist du langsamer als Curex. So. Besiegt. 115 EP. Jawohl. Und ein Ledibar. Blub, blub. Und Biss. Tackle, okay. Macht nicht viel Schaden. 50 gut, denn hier können wir mit Blutsauger nicht viel machen. Kriegst du mal einen Superschall? Hallo, ich wollte dir einen Superschall geben. Jetzt habe ich die große Chance. Mist. Na, dann tauschen wir jetzt mal. Den Flauschi möchte ich nicht einbüßen. Flauschi kommt zurück! Los, Terrazy! Meh! Donnerschock! Huch, der ist vom Flugtyp. Wusste ich gar nicht, dachte, das wäre Esledian. Bing! Level 16! Zillinge, Eva und Ute wurden besiegt. Ja, so seht ihr auch aus. Kapiert Flauschi noch? Das reicht. Die Käfer-Pokémon sind cool und tough. Ich beweise es dir. Bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt, wie Otti Fischers Unterhosengummi. Käfersammler Jörg schickt Raupi in den Kampf. Wow. Ja, Level 12 sogar. Ja, dafür hat er aber, glaube ich, nur ein Pokémon gehabt. Der gute Jörg. Nimmst du mal einen Biss. Ja, macht schon deutlich besseren Schaden als bei Ledian. Lediba. Das dürfte für Flauschi ein Level abgeben, schätze ich mal.
Dann hoffe ich einfach mal, dass es endlich Windstoß lernt. Obwohl, es hat ja gerade erst Biss gelernt, das kann ich mir nicht vorstellen. Kein Level Up. Okay. Hornliu. Aber Hornliu kann, glaube ich, nur Giftstachel und das wird uns relativ wenig Schaden machen. Können wir nämlich jetzt ganz in Ruhe das Vieh einfach mal dezent kaputt beißen. Wir versuchen es mal mit dem Blutsauger. Gucken, ob wir uns einigermaßen KP zurückholen können, aber ich schätze mal eher nicht. Nein. Gut. Bleiben wir beim Biss. Bleiben wir beim Biss. Oh, ist ausgewichen. Da gibt es noch ein Biss und dann bist du kaputt. So. Level 13. Käfersammler Jörg wurde besiegt. Du hast bewiesen, wie tough du bist. Ja, ich dachte, du wolltest uns was beweisen. Du Nasenigel. So, schauen wir mal, was hier so abgeht. Braucht Flauschi jetzt vielleicht einen Trank? Ja, das könnte nicht schaden. Item. Aber nicht geben. Das geht ja hier noch gar nicht. Da. Nehmen den Trank mal und legen ihn weiter nach oben, weil wir ihn so oft brauchen. So, aufgefüllt. Ja, das reicht. Locker. Kampf gegen... Du hast die Fleckmons gerettet. Oh Mann, bist du stark. Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch sehr stark. Was ist denn für dich ein ausgewachsenes Pokémon, ha? Raupi oder was? Paras. Paras. Ist für dich ein ausgewachsenes Pokémon. Das Einzige, was an dem Vieh ausgewachsen ist, sind die Pilze auf seinem Rücken. Hier, nimm Biss. Hier, du setzt Stachelspore ein. Gibt's auf die Mütze. Kratzer. Oh, macht gut Schaden. Aber das sollte trotzdem kein Problem sein für Flauschi. Oho. In meinem Glück wird jetzt die Paralyse greifen. Und dann... Oh ne, hat mir auch gereicht. Sehr gut. Aber jetzt muss ich unbedingt ins Pokémon-Center. Weil ich auch die AP langsamer auffüllen muss. Urk. Mhm. So, einen Kampf haben wir noch vor uns. Obwohl, nein, Moment mal. Das machen wir anders. Wir geben Flauschi nochmal einen Trank. Und einen Paraheiler. Und dann schafft es auch noch einen Kampf und danach können wir ins Pokémon-Center gehen, bevor wir Kai herausfordern. Hi. Hi Kai. Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr früh, das heißt, dass sie auch schnell stärker werden. Tja. Dann beweis uns bitte auch das mal. Ja, auch mal du bist. Du bist Käfersammler Axel. Schickt Hornliu in den Kampf. Ja, das ist auch dein Glück. Gibt's einen Biss? Oh, wir haben nur noch 6 Biss-AP. Okay. Ja. Wenn du meinst. Und Biss. Und das war Hornliu. AD Hornliu. Jetzt müsste... Bibor. Oh mein Gott. Wir lassen Flauschi mal drin. Wir gehen ja eh danach heilen. Da können wir auch ein bisschen rumprobieren hier. Nimmst du mal einen Superschall? Guck mal, was der Blutsauger an Schaden macht. Wahrscheinlich relativ wenig. Oh, Furienschlag. Okay, da muss ich gleich mal auswechseln, weil das wird ansonsten relativ schwierig werden, damit Flauschi was zu erreichen. Wow, ist das ein Volltreffer auch noch. Hat er gar nicht mehr so viel abgezogen. Dann tauschen wir mal auf Terrazy und Terrazy wird Donnerschock einsetzen und das Vieh so richtig rösten. Terrazy ist in diesem Fall unsere Fliegenklatsche mit Elektromotor. Selbstverletzt. Aha. Donnerschock. Warum ist der schneller als wir?
Na gut, das ist schon ausentwickelt, ne? Na, das sieht ja gar nicht mal so viel. Ach, immer der zweite Treffer, sehr schön. Ach komm, der eine hätte jetzt auch noch sein können. So, und Tackle und Atschüss. Kaputt. Wow, 202, obwohl es geteilt war. Level 14 für Flauschi. Und einmal Kokuna. Da wechseln wir jetzt aber wieder zurück. Denn das schafft Flauschi auch so. Biss. Wir müssen das relativ schnell besiegen, denn dieses Kokuna kann härten. Ach, genau. Irgendwann werden wir an dem Biest überhaupt keinen Schaden mehr machen. Ja, aber einer sollte noch reichen, dann war es das. Und danach gehen wir EAP auffüllen. Sehr gut. Ja, wie du schon sagst, Entwicklung alleine reicht halt einfach nicht. So, im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin und ciao!